Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Schaut doch mal, sind sie nicht süß, diese kleinen kuscheligen Bällchen. Man möchte sie so gerne in den Arm nehmen und drücken und kuscheln und in seiner Wohnung umherhoppeln haben. Und wenn man auf Insta schaut, dann staunt man wirklich, wie wunderbar das alles klappt. Auf hellen Plüschteppichen hoppeln die Kerlchen umher. Aus kleinen Schälchen fressen sie wunderbar leckeres Grünes aus dem Supermarkt. Sie bereiten ihren Besitzern jede Menge Freude. Und nichts ist schöner, als den Pelznasen beim Mümmeln zuzuschauen. Man muss mit ihnen auch nicht wie mit einem Hund Gassi gehen, denn sie gehen ja aufs Kaninchenklo. Sie schleppen einen auch keine halbtoten Mäuse in die Wohnung, wie Katzen das doch manchmal tun. Und dann gibt es ja auch noch wunderbare Kaninchenburgen und Kaninchenmöbel zu kaufen, mit denen man zu Hause ein kleines Tierparadies schaffen kann, was eine wahre Augenweide für jeden Besucher ist. Wie kommt es dann aber, dass auf eBay und ähnlichen Plattformen immer wieder in rauen Mengen Annoncen zu finden sind, die erklären, dass Kaninchen abgegeben werden müssen? Für 1 Euro das Stück. Mitunter sogar verschenkt, Hauptsache sie kommen in gute Hände und der Abzugebende hat ein gutes Gewissen. Denn wie hier zu sehen ist, sind die Kaninchen ja mitunter sehr, sehr teure und wertvolle Rassetiere. Und wie ihr hier in der Beschreibung des Anbieters lesen könnt, sind sie ja wirklich ganz toll, denn sie kommen freudig angehoppelt, lieben es gestreichelt zu werden, hoppeln hinter einem her. Sie versprechen Freude pur. Bessere Haustiere scheint es kaum zu geben und wunderbar schöne Aufnahmen für Social Media sind mit solchen Tieren natürlich ein Kinderspiel, genauso wie hohe Zahlen an Followern und an Likes. Ein Ausschnitt dieses Videos hatte ich gestern als Reel in Insta hochgeladen und es hat innerhalb weniger Stunden 160 Likes gehabt und 1700 Leute haben das gesehen. Das ist doch toll, also nichts wie her mit diesen pflegeleichten Tieren. Doch warum wollen denn so viele Leute dringend ihre Kaninchen wieder loswerden? Warum tun sie alles dafür, dass sie nicht mehr zu Hause behalten müssen? Glaubt man den Besitzern, sind die Gründe vielschichtig. Hier geht es um Kaninchen, die zu viel essen. Oder vielleicht auch das Falsche, vielleicht klauen sie den Besitzer ihr Essen. Hier haben die Besitzer dann komischerweise festgestellt, dass sie ihnen doch nicht gerecht werden können. Sie geben sie mit allem ab, sogar mit dem Käfig, wenn man das gerne möchte. Und Allergien sind sowieso der Klassiker. Und dann kann man ja mal noch versuchen, ob man per Verhandlungsbasis ein bisschen Geld wenigstens rausschlagen kann. Glaubt mir, wir sind große Kaninchenfans. Aber wir möchten eindringlich davor warnen, Kaninchen in der Wohnung zu halten, wenn man nicht starke Nerven, eine große Wohnung mit einem zweckmäßig eingerichteten Kaninchenzimmer hat und so stressresistent ist, dass man alle Schäden, die die Kaninchen verursachen, freiwillig und ohne Wut beseitigt, damit ein Kaninchenleben dann nicht zum Schluss etwa doch im Käfig wieder endet. Denn Kaninchen, wie ihr hier an der Zeitlupe sehr schön seht, egal ob kleine oder so große wie bei uns, haben einen unheimlichen Bewegungsdrang. Sie springen hoch und schlagen Haken und dabei kann das eine oder andere schon zu Bruch gehen. Sie sitzen nicht brav auf dem Sofa und überall, wo sie langkoppeln, hinterlassen sie Spuren, sei es Heu, seien es Köttelchen, sei es das Fell, was im Fellwechsel natürlich ausfällt. Kaninchen lieben es zu buddeln. Und wenn ihr nett seid, stellt ihr ihnen irgendwo eine Buddelkiste hin. Und wenn sie nett sind, lassen sie den Sand in der Buddelkiste und verteilen ihn nicht in der ganzen Wohnung. Wenn sie aber nicht nett sind, nehmen sie die Buddelkiste als Kaninchenklo und zerbuddeln euren Teppich, eure Couch und fressen alles kaputt, was ihnen im Weg ist. Und in der Wohnung sind natürlich nicht nur wie in der Natur Äste und Halme im Weg, sondern auch Kabel und andere gefährliche Dinge. Und was im Weg ist, muss natürlich gründlich aufgeräumt werden. Rudolf räumt bei uns im Garten Kannen, Werkzeuge und dergleichen aus dem Weg
Und das zaubert uns höchstens ein Lächeln ins Gesicht, wenn wir sehen, wie fleißig der Kerl dort arbeitet. Staunen kann man aber immer wieder, wenn die Tiere sogar dicke Plastikteile anfressen und selbst in der Lage sind, Draht zu zerknabbern. Und das schadet nicht nur eurer Wohnungseinrichtung, sondern wenn ihr Pech habt, auch noch dem Verdauungstrakt der Tiere. Ihr glaubt gar nicht, auf welche Ideen Kaninchen aufgrund ihrer Neugier und ihrer Intelligenz alles kommen. Und dazu ist ihnen kein Weg zu weit und kein Zaun zu hoch. Wenn ihr in der Wohnung irgendetwas auszäunen wollt, müsst ihr da euch schon gründlich Gedanken machen, wie das gehen soll. Sie überspringen Absperrungen, sie öffnen Türen, wenn sie lange genug ihren Menschen beobachtet haben. Sie fressen eure Zimmerpflanzen einfach ab oder die Blumen aus der Blumenvase. Sie klauen Obst aus der Obstschale und haben eine völlig andere Vorstellung von Ordnung als wir Menschen. Ein unkastriertes Böckchen kann schon mal ganz schön aufdringlich werden, wenn es sein Frauchen mit einem paarungsbereiten Weibchen verwechselt. Und ein Kaninchen, was sich wohlfühlt, nimmt es locker mit jedem Wachhund auf. Da meine Kaninchen Gartenkaninchen sind, kann ich das alles nur erzählen, aber nicht zeigen. Deswegen wäre ich euch unglaublich dankbar, wenn ihr mir Fotos zeigt von dem, was eure Kaninchen an Blödsinn angestellt haben. Oder das hier in die Kommentare schreibt. Ich blende euch jetzt gleich meine E-Mail-Adresse ein, damit ihr vielleicht mir einmal Fotos schicken könnt von einem unaufgeräumten, benutzten Kaninchenzimmer. Ich würde eure Aufnahmen dann in einem meiner nächsten Videos zusammenschneiden, damit alle die Leute, die denken, sie schaffen sich ein pflegeleichtes Tier an, etwas vorgewarnt sind und damit zukünftig keine Kaninchen mehr einfach nur lästiges Übrigbleibsel sind, was dann bei eBay oder sonst wo verschenkt wird oder vielleicht sogar im Tierheim landet. Eure Diana von Happy Kaninchen.